Moin, moin! Heute ist extrem geiles Wetter und Arbeit habe ich schon fast erledigt. 7 von 8 Stunden. Eine Stunde muss ich abends noch schnell anfangen. Aber das mache ich abends, weil bei dem tollen Wetter möchte ich A, ein kleines bisschen Motorrad fahren, B, eigentlich die Drohne rausholen. Und ich bin ja eigentlich eher so der Mavic-Pilot, aber ich glaube auf der Weihnachtsfeier hatte ich mal versprochen oder in irgendeinem anderen Video in den Kommentaren. Bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls irgendwann hatte ich mal versprochen, dass ich die Mavic in der Schublade lasse und ich mal für euch rausgehe mit der Spark. Haben ja jetzt einige die Anafi gekauft und ich hatte mal gesagt, die Spark ist eigentlich auch eine schöne, günstige Alternative, die man teilweise für 450 bis 500 Euro bekommen kann. Und dass die auch total schöne und recht knackige, scharfe Aufnahmen machen kann und die Farben ganz toll sind, auch wenn es kein Log-Profil gibt und so weiter und so fort. Craven kann man es deswegen trotzdem auch einigermaßen. Haben wir gedacht, nehme ich heute mal die mit. Ich habe zwar nur 2 Akkus, aber so ein klein bisschen mit der Kira mit dem Fahrrad spazieren gehen und ein bisschen Drohnenaufnahmen machen, läuft. Und dann waren gestern an der Tür mal wieder irgendwelche Bettler oder Hausiere. Und ich weiß nicht, ich habe da immer so ein wahnsinnig ungutes Gefühl. Und wir haben zwar bei uns das Haus außenrum Video überwacht. Würde aber trotzdem unten ganz gern wissen, wer vor der Tür steht. Nicht immer Tür aufmachen und dann feststellen, so, boah, da hätte ich lieber nicht aufgemacht. Und von Amazon gibt es passend für das Alexa-System eine Klingel, die nennt sich Ring. Die habe ich bestellt, die ist heute angekommen. Die werden wir nachher noch schnell montieren. Und vielleicht sage ich euch dann auch, ob das Ding überhaupt was taugt. Ich habe selber nur 1-2 Videos gesehen. Mal gucken, ist alles ein bisschen spacig. Legen wir los. Nun stehe ich hier, ich Armator, und bin so klug als wie zuvor. Da sind ein paar Drähtchen zu viel. Ich weiß nicht so wirklich, wie ich das heute noch schaffen soll. Dunkel wird es auch und so mit Taschenlampe halten und so weiter. Ist mir das jetzt zu blöd? Wird eine Aktion für morgen. Aber ich werde auf jeden Fall dann weiter zu vloggen und vielleicht auch das ein oder andere Wort zu verlieren. Ich glaube, das Problem ist weniger, dass dieses Ringsystem so kompliziert wäre zu installieren. Es liegt eher daran, dass bei uns offensichtlich jemand mal die Klingel getauscht hat und dabei so ein bisschen Pfusch passiert ist. Also ist nicht Fisch, ist nicht Fleisch. Ist eine digitale Klingel, aber doch irgendwie ein Haufen analoge Kabel mit dabei und so weiter und so fort. Schauen wir uns morgen näher an mit dem Phasenprüfer. Morgen mit dem Messgerät mal anrücken und so ein bisschen durchpiepsen, schauen, wo kommt eigentlich Strom und wo nicht. Gut, für heute mache ich die Kiste zu und hoffe, euch haben die Aufnahmen von der Spark gefallen. Könnt ihr in die Kommentare unten ja mal reinschreiben, was ihr so von der Videoleistung von der Kleinen haltet. Okay, bis morgen. Ciao.